Okay, das kann nicht so teuer sein. Ja, ja, warte mal ab. Oh! Was, Digga? Eine halbe Million, Alter! Och, Digga, nee, nicht realer Irrsinn, da dreh ich durch, Bro. Ja, perfekt. Dann machen wir mal Play, oder? Steuerverschwendungstour. Da kannst du bestimmt viel mitreden. Ganz ehrlich, ich glaube du nicht, weil du nicht weißt, wie man Steuern bezahlt. Habe ich gesagt, liebe Freunde, oder? Dass ich das sagen werde? Ja, genau ja. Das. Ja, da ist ja aber auch so. Zahlst du noch Steuern? Sei mal ehrlich jetzt. Nicht mehr, nicht mehr. Ich habe aufgehört damit. Ist auch besser so. Ist ja eine einfach freiwillige Sache. Einfach, ich habe gemerkt, ist eine Verschwendung. Ist es eine freiwillige Sache? Ich sag's so, wie es ist. Ist auch, ja, ja. Wie Rente? Nein. Fang an. Okay. Was gibt es hier für wunderbare Sehenswürdigkeiten? Ach, das ist Köln, ja. Ah, die L-Gebäude. Das ist Krantürme. Kranhaus heißt das. Krantürme? Nein, Kranhaus. Ich war da schon mal drin, liebe Freunde. Ich war da drin. Und diese Wohnungen, die sind so extrem teuer, aber dafür sind die endlos klein einfach. Und extrem aber teuer. Aber da hat auch so ein Fußballspieler gelebt, oder? Manuel Altmaier. Cristiano. Cristiano Bonaldo. Im Vergleich zu dem, was diese Touristen mit dem Schwarzbus vom Steuerzahlerbund entdecken können. Ah, okay. Also, Headsets auf und Köln aus einer ganzen... Gibt's das? Das will ich machen. Was man denn? Fährt mit so einem Bus. Ey, was ist der Schwarzbus? Einfach so eine kleine Tour, so ein kleiner Guide durch Köln? Aber die erzählen dann, wo Steuern verschwendet worden sind. Wie geil. Nee, wie geil ist das denn? Hätten es wahrscheinlich ohnehin erahnt, in Nordrhein-Westfalen die Verschwendungshauptstadt Köln ist. Mhm, klar. Aus verschiedensten Gründen. Und die Busreisenden freuen sich schon auf ihren Ausflug. Digga, ich würde so ausrasten. Einfach so... Einfach nur so deutsch. Ich glaube nicht, dass sie das gebucht haben, oder? Zum Start geht es an den Kölner Stadtrand. Das kenne ich. Den das Ort kenn ich. Kennst du, oder was? Ja, pass auf, wenn das jetzt das ist so ein Ding in Pulheim in der Nähe. Da ist mitten im Feld so eine Treppe einfach. Da kann man übers ganze Feld gucken und die hat irgendwie so 8 Millionen gekostet. Einfach so eine Treppe, die ins Nirgendwo führt. Wenn das jetzt übertrieben, ist. Übertrieben, guckst du auch reale Irrsinn? Nee, das Ding ist, ich habe die bezahlt damals mit meinen Steuern. Echt jetzt? Ja, da steht mein Name. Ich an. Auch steht da wahrscheinlich. Sebastian Meyer Steuer. So eine Treppe steht da dran. Ach krass, die Treppe. Nee, als du in Köln gewohnt hast, hast du ja noch, keine Steuern gezahlt. Erst seitdem du in Aachen bist. Ja, ja. Ja. Denn es ist ja auch ein kleiner Fußmarsch zum ersten Höhepunkt. Das ist das, glaube ich. Das sieht extrem langweilig aus, diese Tour. Ich würde direkt zurückgehen. Da ist das. Das ist aber einfach mitten im Feld. Das ist so dumm, Digga. Das haben die einfach gebaut. Pass auf, hör mal hin jetzt. Wir sind jetzt im Landschaftspark Belvedere. Wunderschön hier. Und vor uns sehen wir die Aussichtsplattform Domblick. Die hat 90.000 Euro gekostet. Gut. What the 90.000 Euro! Alter Schwede, ey! Man von hier den Dom ey, 90.000 Euro, was würdest du damit machen? Und man sofort, kann jetzt sofort, direkt mit 90.000 Euro, was würdest du jetzt machen? Wenn ich jetzt 90.000 Euro hätte, würde ich mir ja, damit jetzt ein Wohnmobil sofort. Oder ein U-Boot kaufen und mich darin umbringen. Blick. Was für ein Unterschied zum Blick von unterhalb der Plattform. Man sieht den Dom nicht. Ja. Ey, ganz ehrlich, wenn du Immobilien schaust oder wenn du generell einfach guckst, ne, nach Wohnungen in Köln, alles hat den Blick auf den Dom. Immer Domblick. Aber diese Aussichtsplattform, die dafür gedacht ist, hat einfach keine Aussicht auf den Dom. Die sagen immer Domblick, bei uns auch sehr. Sie können immer, den Dom überall. Sehen. Überall. Und ich sag's jede so, nein, Wohnung, jede Wohnung in Köln steht immer. Wenn sie sich aus dem Fenster rausragen, ich so, das ist kein Domblick. Ey, ich will den Dom auch gar nicht sehen. Es ist nicht so extrem krass irgendwie für mich, wenn doch, ich jetzt den Dom für sehe. Mich, ich muss jeden Tag aufstehen und den Dom. Du bist auch sehr patriotisch, angucken. Ne? Ich bin Dom-Nazi. Scheiß drauf. Okay. Auch der Blick auf die Autobahn Danny, danke dir. Ist brillant. Aber das ist nicht die einzige Attraktion im Landschaftspark Belvedere. Da ist gar nichts, einfach nur ein Feld. Guck mal, die lachen alle, die lachen dich aus, weil du das bezahlt hast. Haha, Rückscheinersatz, du Sohn. 13.500 Euro Steuergeld, ja? Für was? Das ganze Ding Boah. Ist 80 Zentimeter hoch. Für was? Meine Digga, Güte, das haben 13.000 die gebaut. Euro. Ey, ganz ehrlich, Digga. Unser Pool ist nicht so teuer. Unser Pool ist nicht so teuer. Guck mal, das haben die gebaut. 80 das Zentimeter. Ist aus, das kann ich dir aus Sperrmüll zusammenflexen und schweißen. Das macht keinen Sinn. 80 Zentimeter für mehr Weitblick. Oh, einfach beeindruckend. Also er gönnt, er feiert. Ich finde da keine Worte für. Ja. Egal, weiter geht's durch sonntägliche Köln. Wir nähern uns dem nächsten Verschwendungsfall, Kölner Oper. Ah, oh, Digga.
Damit kommen wir jetzt tatsächlich zum... Ah, die können hier abstimmen im Bus, wie teuer das war oder was denn das für Zettel? Wie viel die noch ausgeben sollen. Das ist ja das Finanzamt, was mit dem Bus rumfährt. Und die Leute stimmen in dem Bus ab, wie viel Geld die noch verschwenden sollen. Und jetzt sieht man, 230 Millionen sollen nochmal verschwendet werden, haben die Bürger jetzt gesagt. Die Kosten stiegen bei der Sanierung von geplanten 230 Millionen Euro auf 253, dann auf 275, auf 347, 474, Alter! 570 Millionen für diese Oper! Und weißt du, was das Ding ist? Man darf oben nicht mal drüber laufen, wenn ein Konzert ist, weil man sonst in der Oper die Schritte hört. Kennst du das nicht? Nee. Das ist direkt neben dem Dom, da wo du früher immer Gras gekauft hast. Weißt du das noch? Wo die Polizei dich immer festgenommen hat und dir den Kopf getasert hat. Weißt du das noch? Wie sollte ich das vergessen? Das hier ist die Oper, ne? Und hier ist die Oberfläche. Hier ist irgend so ein Parkhaus, ne? Und hier darf man halt quasi tagsüber drüber laufen, weißt du? Also hier kann man so... Hier ist da, wo grün ist. Hier darf man langlaufen, ne? Aha. Aber hier drunter jetzt, da wo ich jetzt hinmale, das hier, hier ist die Bühne von dieser Oper und hier stehen die dann so, ne? Und singen so, weißt du? Ah! Aber, ja, das kennst du, das kennst ja! du. Wenn man aber hier drüber laufen will, dann kommt direkt so ein mit so einem Schlagstock in der Hand und so einer Polizeimütze und sagt ja. so, hey, runter von der Oper! Und der schießt da auf dich und so, dann bist du irgendwann tot und das ist dein Blut, dann liegst du so auf der Oper, bist du, weil hier ist immer so ein Absperrband. Das heißt, man darf da nicht drüber laufen, Digga. Und das kostet 570 Milliarden, Digga. Bei bestem Danke dir, Wetter geht es weiter zum nächsten. Finde ich gut. Typisch Görlschen Ort. Görlsch. Nicht diesem, sondern diesem hier. Was ist das denn? Trinkwasserbrunnen. Okay, das kann nicht so teuer sein. Das Ding baue ich dir aus, wirklich, ne? Das baue ich dir aus Holz. Ja, zum warte mal ab. Das macht nämlich Geräusche noch. Oh, das ist ja schön. Soll ich jetzt trinken? Der Brunnen, die Installation, hat statt berechneten 45.000 Euro. Was? 130.000! 130.000 Euro hat dieses Pissbecken gekostet. 130.000 Euro, Leute. Weißt du, was jetzt da passiert? Da pissen Penner rein. Da pissen Penner rein, Alter. Deine Mom pisst da rein. So, bist du bereit fürs nächste Video? Absolut nicht, let's go. Kiel, kennst du Kiel? Berlin. Ja, da ist Dena ja geboren worden, leider. Berlin-Köpenick, das Zentrum des modernen Erlebnistourismus. Hier wird übers Wasser gehen zur ultimativen und wie trinke ich jetzt? Erfahrung. Was soll möglich das denn? Macht das diese neu gebaute Fußgängerbrücke, oh, cool. Der Kiezgraben steckt. Mhm. Ich würde sagen, 40.000 Euro. Ich würde, 70. Ich sage 190.000. Ich erhöhe auf 80.000. Ich benutze okay. die ja nicht. Was? Ja, sollst du mal machen, ich schön verpassen? Laut Bezirk Köpenick, attraktive Wegeverbindungen sowie Aufenthaltsmöglichkeiten. Hast du einen Link geleakt? Nee, ich nicht. Kleine Alter, Rickroll, längst überlebendste Meme. Nein. Was denn dann? Dein Kanal. Good one. Ja, man kann sich ja da nicht aufhalten. Ist ja eine Brücke. Dazu Wegeverbindungen, wie sie attraktiver nicht sein können. Zwischen einem Hinterhof und einem herrlichen Parkplatz in wunderschöner... Also nichts führt zu nichts hier, ja? Das ist der Case, ja, ja. Aus unserer Sicht macht das nicht so sehr viel Sinn, hier wirklich auf der einen Seite eine Baubrache, die seit Jahrzehnten nicht an den Investor gebracht wurde, und auf der anderen Seite mit dem Hinterhof der Stadtbibliothek zu verbinden. Das hätte man sich sparen können. Weil eine Stadtbibliothek, Digga, wo keiner hingeht, ne? Und so teuer war der Kiezgrabensteg doch auch gar nicht. Gerade mal 400... Oh! Was, Digga? Eine halbe Million, hier Alter! Nicht. Für eine Brücke! Digga, für eine Brücke! Alter, dafür kaufe ich mir ein Auto oder ein Haus oder 20 Ein Auto? Frauen. Welches Auto kostet 465.000 Euro, Junge? Mein Wohnmobil mit Flug und Uber. Was hast du mit deinem scheiß Wohnmobil, Alter? Ich will raus aus Deutschland! Ich will keine Steuern mehr zahlen! Das reicht mir! Ja, das sehe ich genauso. Einer sagt gerade, lol, das sind 1000 Playstations. Um mit ihm... die Erlebbarkeit der Stadt am Wasser zu verbessern. Man, da merkt man, Dena kommt daher. Ist auch so ein Säufer. Das weißt du gar nicht. Ja, ja. Wozu? Nächste Woche. Kann auch direkt dort hinten ans Wasser gehen. Ich habe auch eine Brücke jetzt mittlerweile, ne? Mein Hast Vater du gesehen? Er wohnt ja Dein unter Vater. Der Brücke. Noch viel. Also, for sure, wir haben eine Brücke. Mach bitte weiter. Besser als an der alten Landjägerbrücke da hinten.
Die ist schließlich einfach noch eine Brücke. 70 Meter. Für 10, weiter weg. 40 Euro. Dafür haben sich die 465.000 Euro doch gelohnt. Schwachsinn. Schwachsinn. Ey, Ehre an die Leute, die aus Kiel kommen und jetzt ein Foto machen von der Brücke. Oder Ehre an die Leute, die aus Kiel jetzt die Brücke kaputt machen, mein Schuh. Ja, die so abarbeiten so. Hör auf, so sowas mit Meißel. Hör auf, Drew, bitte, die machen das wirklich, dann kommst du ins Gefängnis wieder. Okay, bitte mach das nicht. Bro, das ist nicht in Kiel. Ach, am Kiez. Ach, die am ist Kiez? Die ist in Berlin. Wir sagen die ganze Zeit, die ist in Kiel. Die ist gar nicht in Kiel. Der Thomas hat mir was rausgesucht, das heißt Pinkelposse in Bremen. Ich bin sehr gespannt auf Pinkelposse in Bremen. Ich pisse gerne. Hansestadt Bremen. Ah, Hamburg. Hier in der Bürgerschaft werden wichtige politische Debatten geführt. Doch im Moment steht der Lokus im Fokus. Die Toilette. Wenn das Haus voll ist und Toilette halt eben sehr frequentiert ist, ja, dann kommt es natürlich zu mehreren Flecken und irgendwann stinkt's. Ja. Mhm, ja. Okay, ja. Die leckt ein bisschen, ja? Nee, die machen jetzt so einen Penisputzroboter. Da tropft es einfach, da tropft es einfach. Warte, pass auf, jetzt warte. Die haben eine richtig gute Lösung. Achtung. Ja, aber woher kommen die? Die kommen ja, tropft ja. Richtig. Tropft. Gutachter eingeschaltet, um, ja, ein Gutachter. Herauszufinden, woran es denn wohl liegen möge. Ja. Sehr gute Idee. Und der Gutachter startet auch sofort ein hochwissenschaftliches Experiment. Der Vorgang einer Blasenentleerung wurde durch den Einsatz einer kleinen Gießkanne mit warmem Wasser verfolgt. Ist das geistig behindert? Das ist so deutsch, Alter. Ich schwöre, das ist so dumm. In anderen Ländern hätte man einfach jemanden dahin pissen lassen und geguckt, aha, wo pisst der hin? Gut, dann bauen wir das Klo einfach um, fertig. Oder man hätte einfach gesagt, ja, scheiß drauf, sind halt Pissflecken, weil es ja auch ein Klo ist. Und da zeigte sich dann, dass einzelne Tropfen natürlich ganz korrekt abflossen, aber andere auch nicht. In der Tat. Ah, da musste aber... Oh, warum da ist da nicht eine Kerze drin? Damit man die auspisst, damit man in die Mitte zieht. Pass auf, Achtung, Digga. Jetzt merkt man nämlich, wenn man auf den Rand pisst, läuft's runter. Nein. Doch. Das kann nicht das Problem sein. Nein, weißt du, was die jetzt gemacht haben? Die haben sämtliche Penisse in Bremen einfach begradigt mit einer groß angelegten Penischirurgie-Operation. Jeder, der jetzt pisst, muss vorher so ein Geschirr für seinen Penis anziehen. Aber was sagt denn das Gutachten zu dem Da leckt es doch. Die Länge des Gliedes und die Wurzel. Alter, nein. Ja, das weiß man doch. Der Abstand zu groß. Nicht die Mechanik ist das Problem, sondern der Mann. Dafür hätte man eigentlich... Der Mann ist immer das Problem. Dafür haben die einfach... In der perfekten Welt leben nur Frauen. Die haben einfach einen dafür eingestellt, um herauszufinden, in Bremen sind die Schwänze zu klein. Digga, das ist einfach ein Gutachter dahin gekommen. So, ja, Herr Bürgermeister, das Problem ist folgendes. Also, die Leute in Bremen denken einfach, dass die Schwänze hier länger sind als... Also... Ja, hängt euer Löris da auch immer drin. Ja, ich hasse das, Digga. Ich hasse, dass die Toiletten nicht tief genug hängen und mein Schwanz hängt in diesem Wasser und man spült ab und der wird so reingesaugt einfach. Aber ganz hast du auch schlimm. Schon mal fachgerecht uriniert? Digga, ich hab ja schon mal fachgerecht geschissen in so ein Ding, das sag ich dir. Echt jetzt? In so ein Ding hast du schon mal geschissen? Mit dem Handstand, Alter, ja klar. Okay, Handstand glaube ich dir nicht. Ja, dass du da drauf sitzt, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Letzte Clip, ja? Ja. Die Stefani-Brücke in Bremen Stefani. Ist marode. 94.000 Fahrzeuge jeden Tag. Davon knapp 10% LKW setzen hier ziemlich zu. Nachvollziehbar, ja. Deshalb darf sie momentan nicht mehr so stark belastet werden. Ja, verstehe ich. Macht ja Sinn. Gibt's ja Leverkusen Was auch, ne? Was könnte man machen, um sie zu entlasten? Weniger Verkehr. Der Brücke zugesetzt haben die LKWs, die oben über die Brücke fahren. Und natürlich hätte man machen können, dass... Der Typ ist doch... Der Typ ist lustig drauf, oder? Der Typ ist, der hat die Brücke erfunden. Hat die auch selber gebaut. LKWs fahren, um die Brücke zu retten. Das ist asozial, entschuldige dich bitte. Okay, tut mir leid. Nein, da hätte man ja eine Autospur sperren müssen. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Das Amt für Straßen und Verkehr hat lieber eine andere Fahrbahn gesperrt, wie es gewichtig schriftlich mitteilt. Oh nein. Nach sorgfältiger Abwägung der verkehrlichen Auswirkungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, eine Einengung der Geh- und Radwege. Nein. Ja, denn die schweren Radfahrer und Fußgänger sind das Gewichtsproblem. Nicht die leichten. Nein, das ist unglaublich. Weil die alle so fett sind in Bremen. Die sind alle fett und haben kleine Schwänze. Deshalb.
Vielleicht haben die auch fette Schwänze einfach und die wiegen so viel. Nur der Geh- und Radweg ist jetzt 2 Meter schmaler. Es ist jetzt einfach ein bisschen enger so für dumm. Alle und nicht so komfortabel. Man kommt sich ins Gedränge. Also, bringen du das nichts. Ey, ganz ehrlich, bitte mach den zum Bundeskanzler oder so. Das Verkehrsamt hat die Entlastung durch die Absperrung ausgerechnet. Digga, wie denn das? Wie was? Wie viele Fahrräder fahren denn am Tag da drüber? 90.000 oder was? Das ist so lächerlich. Das ist so dumm, Digga. Die Absperrung wiegt mehr als die Menschen, die da jeden Tag drüber fahren. Die schweren, dicken Radfahrer. 234 Tonnen, das wären ja schon einige tausend Personen, die hier gleichzeitig sich aufhalten müssen. Ja, so um die 3000 Menschen gleichzeitig auf der Stefani-Brücke. Mhm. Gut, ja, das kommt ja. Jetzt. Der wiegt doch locker schon eine 100 Tonne hier. Der was wiegt locker das? Eine Tonne, Alter. Locker eine Tonne. Ganz realistisch gibt es jetzt diesen massiven Absperrzaun für die schweren. Boah, der ist doch, der wiegt doch selber wieder 200 Tonnen. Was ist denn das? Ich glaube, die Zaunelemente wiegen 16 Kilo, nicht. Die Betonfüße 31 Kilo. Also 2 Füße, 1 Zaun. Das ist schon wieder ein Radfahrer oder ein Fußgänger, wenn man da mal zählt. Ich glaube, jetzt gar ist die Brücke mehr belastet als ohne Zaun. Mhm. Ach, Bremer. Der Herr Wolf, Alter, der Herr Wolf. Einfach so ein Analytiker. Fuchs, so ein Fuchs, Digga. Die Brücke wiegt mit Bezirk. Dem Zaun etwa 8 Tonnen mehr. Damit wird das Gewicht dadurch um 234 Tonnen reduziert. Ja, ja. Magic. Dabei ist es ganz einfach. Es gilt die bekannte Entlastungsformel. Das Gewicht Fußgänger plus Radfahrer plus Absperrung ist kleiner als das Gewicht Fußgänger plus Radfahrer. Ja, ja. So rechnet man in Bremen. Mhm. Ey, Bremen. Die Brücke ist ja eingekracht letztens, ne? Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Hier. Monte hat ja auf der Brücke getanzt und die ist eingestürzt.